In Köln-Löwenich entdecken Marc Westerhofen und Paul Richter auf ihrer Fußstreife einen Mann in eigenartiger Notlage. Warum kannst du uns direkt wieder E4 geben? Komm, gehen wir mal gucken. Ich will Ihnen doch nur helfen. Nein. Was macht ihr denn in der Tonne hier? Ja, Sie können doch nicht hier in der Tonne sitzen bleiben. Ah, 15:31 Uhr. Wir bleiben in der Mozartstraße. Tag zusammen. Hallo. Hallo. Guten Tag zusammen. So, was ist los? Das sieht ja lustig aus. Finde ich zumindest. Sind verletzt. Was passiert? Was machen Sie in der Tonne hier? Das möchte ich nicht sagen. Möchten Sie nicht sagen? Nee. Sie haben sich an der Hand verletzt. Haben Sie das gesehen? Ja, aber es ist nicht schlimm. Ist bloß ein Kratzer. Ist bloß ein Kratzer. Okay. Ist das Ihre Tonne? Nein. Ja, haben wir ein Problem, weil Sie können ja nicht einfach in wildfremden Tonnen rumsitzen. Und wenn die Dame, sind Sie Anwohnerin oder? Ja, das ist meine Wohnung da oben und ich habe ihn halt hier. Sind Sie zusammen irgendwie oder haben Sie Streit? Nein, ich kenne den Mann nicht. Sie kennen den gar nicht. Was ist in der Tonne? Das möchte ich Ihnen nicht sagen. Okay. Dann möchte ich mal gerne einen Ausweis von Ihnen sehen, bitte. Geht schlecht. Da kommen Sie mal raus. Müssen aus der Tonne rauskommen. So, das funktioniert. Ja, wir helfen Ihnen. Also, wir packen es mal an. Eins, zwei, drei. Einmal raus. Füße. So. Wir müssen aber trotzdem mal erklären, warum Sie hier sitzen. Weil Sie müssen aber bedenken, das ist ja Privateigentum hier. Und wenn Sie hier sitzen, obwohl Sie das nicht dürfen, und die Frau möchte das nicht, halt, dann haben wir hier einen Hausfriedensbruch auch, ne? Ja, aber ich habe bloß ein Taschentuch entsorgt. Gut. Die Beamten glauben dem Mann nicht. Sie erfahren, dass die Mieterin gerade von einem Wochenendseminar nach Hause kam, als sie ihn entdeckte. Sie kennen sich gar nicht, Sie haben ihn auch noch nie gesehen. Nein, ich habe ihn noch nie gesehen, deswegen ich weiß nicht, ja, gut. Was er hier tut. Liegt da was vor? Hast du noch... Nee, noch keine Info. Arnold antwortet nicht. Ja gut. Wenn Sie möchten, kann ich ihm ja mal ein Pflaster holen. Nee, du brauchst kein Pflaster holen, ne? Bloß ein Kratzer. Ja, doch, hört sich ganz gut an. Das ist eine gute Idee. Machen wir das hier vor Ort. Okay. Passt schon. Alles gut. Lassen Sie die Dame halt das Pflaster mal holen. Dann können wir sie gleich mal verarzten. Und dann, wenn sie verarztet sind. Sie brauchen nicht in die Wohnung gehen. Warum soll die nicht in die Wohnung reingehen? Ist da irgendwas in der Wohnung? Ja, aber ist irgendwas in der Wohnung? Warum die dann nicht reingehen? Ich brauche da einfach nicht reinzugehen. Ich brauche keine Hilfe. Das ist bloß ein Kratzer. Der hört sich, komm, Arnold. Ich habe eben abgefragte Person. Adresse und Name stimmt überein. Und der Herr Karsch ist auf Empol negativ. Ja, bedankt. Ja, Karsch, Sie sind ja blütenweiß und unbeschrieben. Ein bisschen komisch ist das ganz trotzdem. Passen Sie auf, weil Sie hier auf dem Grundstück ja eigentlich nichts zu suchen haben, liegt es nahe, dass ich Ihnen jetzt einen Platzverweis hier ausspreche. Sie sind ja kein Störer, aber da sind natürlich in der... Da ist die Tür auf, da liegt ein Brecheisen und Rosen auf dem Tisch. Ich war nicht zu Hause. Was zu erklären, weil das kommt mir jetzt gerade ein bisschen spanisch vor. Sie wollen noch mit der Wohnung, waren Sie in der Wohnung drin? Ja, ich war gerade drin und wollte das Pflaster holen. Sie bleiben mal hier, Sie gehen noch nicht weg. Ich habe so einen Ausweis. Ja. Das ist natürlich ein bisschen komisch, weil er hat jetzt gerade die ganze Zeit gesagt, wie Sie hoch sind. Ne? Sie brauchen nicht in die Wohnung, brauchen kein Pflaster, deswegen, das hängt wahrscheinlich damit zusammen. Aber da gehen wir ein bisschen mal hoch. Sie bleiben aber hier unten. Ne? Okay. Ja? Wo lang muss ich? Sie müssen die Treppen rechts hoch und dann die erste Tür. Ist da drin oder steht im Brecher? Steht im Brecher. Okay. Ist da irgendwas? Nein. Nix. Dann hier die Küche. Na, hier ist auch safe. Und hier noch zwei Türen. Also die Tür ist aufgebrochen. Also hier steht eine Spielekonsole und Rosen. Mehr sehe ich hier aber auch nicht. Spielkonsole in Kartons mit Spielen und Rosen. Was soll das denn jetzt hier? Kommen Sie gerade mal rein. Passen Sie auf, wir müssen jetzt so machen, so reingehen und auch wieder so rausgehen. Weil wenn hier jetzt eingebrochen worden ist, müssen Sie jetzt erstmal visuell mal betrachten, fehlt irgendwas. Weil für uns sieht das jetzt nicht aus wie ein Einbruch. Weil sowas würde dann mit Sicherheit da nicht mehr stehen. Oder die Schubladen werden und Schränke werden offen und so, wenn man hier etwas klauen hätte wollen. Aber ich weiß, ich habe die auf jeden Fall weggepackt. Ich habe die meinem Freund weggeholt, weil er spielsüchtig ist. Und die Vorhänge habe ich immer offen, wenn ich nicht zu Hause wo bin. War die denn, wo war die denn vorher gewesen, die Spielkonsole? Irgendwo da im Schrank versteckt? Ja, oder die was? War im Schrank versteckt. Und normal habe ich auch immer die... das ist unnormal, das habe ich nicht. Ist denn da offen? Ja. Mhm.
machen Sie denn hier? Kommen Sie mal da raus. Hallo. So, einmal aufstehen. Hallo. Ruhig, steh auf deine Hand. Das ist nicht so, wie es aussieht. Das sieht schon sehr seltsam aus. Ausweis möchte ich gerne sehen von Ihnen. Kennen Sie den? Schatz. Was machst du hier? Wo wohnt ihr hier? Hey, Schatz. Wie kommst du hier rein? Ich wollte dir Rosen bringen. Ich wollte dir einen Heiratsantrag machen und dich überraschen. Gehen Sie einmal in die Wohnung, bitte. Bist du hier reingekommen? Kommen Sie mal, ja, am Balkon. Gehen Sie mal bitte schon mal rein und Sie kommen mir hinterher. Die Gesetzeshüter stellen den Freund der Mieterin zur Rede. Der junge Mann ändert plötzlich seine Aussage. Ich habe da was gesucht. Du weißt, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Army Warrior 3. Ja, ich brauchte meine Speicherkarte. Setz dich mal dahin. Also jetzt Sie brauchen Ihre Speicherkarte. Ja. Da sind Sie hier eingebrochen. Mit ja, ich Brecheisen, hatte keinen Schlüssel, da musste ich mir, ja. Und das sind Ihre Spielstände jetzt noch, oder? Ja. Und das, das Ganze haben Sie jetzt genutzt, spielen, um hier einzubrechen? Wer ist denn der Typ, der da draußen in der Regentonne verweilt? Der Kumpel steht von mir, aber... Und der sollte jetzt... Ach, deswegen sollte... Ah, alles erzählt. Klar, deswegen, also, sollte, deswegen also, sollten wir nicht hier hoch, sie sollte nicht hier hoch, weil er hier oben ist. Ja, ich... Jetzt erklären Sie mal. Ja, also ich habe ihm unten erzählt, ich wollte meine Freundin überraschen und ihnen einen Heiratsantrag machen. Und sie war jetzt übers Wochenende weg am Seminar und ich brauchte aber den Stick, um weiterzuspielen. Daher die Rosen und dem erzählen sie da unten, sie wollen hier rein wegen Heiratsantrag. Sie sind gar nicht gewillt, hier einen Heiratsantrag zu machen. Oder nee, eigentlich nicht. Ich brauchte eigentlich den Stick, weil ja, sie können das nicht verstehen. Ich, also da wie lange spielen Sie denn schon an dem Spiel? Ja, schon ein paar Wochen und ich bin fast am Ende. Und jetzt konnte ich das Wochenende nicht spielen. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja. Jetzt haben Sie ihm aber die Konsole schon weggenommen, weil er zu viel zockt. Ja, oder dem brennt der Helm. Du übertreibst auch ein bisschen. Ich übertreibe, okay, die Abmahnung. Was sagt denn dein Chef, was sagt unser Chef vielmehr dazu zu den Abmahnungen? Deine Arbeitsmoral momentan. Also ich meine, das ist nicht unbegründet. Ich würde dir die nicht einfach so wegnehmen. Du weißt, ich bin nicht so eine. Die Polizisten raten dem 28-Jährigen, sich an eine Spielsuchthilfe zu wenden und machen ihm klar, dass er sich wegen des Einbruchs verantworten muss. Ebenso wie sein Freund. Er hat sie belogen, uns belogen, letztendlich halt auch und seine Freundin auch. Der ist da hingegangen, weil er hat ein Problem mit seiner Spielsucht. Das wissen Sie aber schon, ne? Das kennen Sie ja schon. Da hat er eben halt einen Datenspeichersticker, wo Spielstände drauf sind und deswegen der ganze Aufwand. Sie sollten eigentlich nur hier sein, damit sie Schmiere stehen, weil er diesen Stick haben wollte. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass Sie jetzt ihm geholfen haben bei dem Einspruch. Das heißt also, Beihilfe ist dann auch für Sie halt ein Stichwort. Nämlich Sie werden dann auch eine Anzeige bekommen. Der Kumpel war auf die Regentonne geklettert, um beim Schmierestehen alles zu sehen und rutschte dabei ab. Er und die Freundin verzeihen dem Spielsüchtigen.